Es freut mich, dass wir heute so einen unheimlich guten Aufzug hatten. Ich habe die Reaktionen der Bürger gesehen. Viele sind sehr besorgt wegen den gleichen Dingen, wegen denen wir besorgt sind. Und ich dachte, mich heute mal zu Wort zu melden, denn ich wurde letzte und vorletzte Woche von einigen Leuten, die ich kannte, gefragt, warum gehst du eigentlich noch wegen dem Corona-Thema auf die Straße? Das ist doch fast durch. Und wenn die Maßnahmen weg sind, kann es dir doch auch egal sein. Und ich dachte, ich habe hier ein paar Sachen zu sagen, bei denen ich wahrscheinlich für uns alle hier spreche und auch für viele Leute, die hier drumherum zuhören. Während der Corona-Zeit gab es in Deutschland eine Diskriminierung, wie es sie meines Wissens nach Jahrzehnte nicht gegeben hatte. Und ich habe das hautnah erlebt. Ich weiß noch, Mitte 2021 wurde ich besorgt, weil ich misstrauisch war, was diese neuartigen Substanzen anging, die Impfungen, die man auch wissenschaftlich korrekt Gentherapien nennen kann, wie Dr. Klapproth uns auch schon wiederholt erklärt hatte. Und ich hatte schon geahnt, dass es vielleicht so weit kommt, dass Grundrechte eingeschränkt werden. Hierzu muss ich sagen, ich habe Geschichte studiert und Grundrechte sind etwas unheimlich Wertvolles. Wir können uns glücklich schätzen, in einem Staat zu leben, nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem Grundrechte so unglaublich hoch gehalten werden, in dem sie im Grundgesetz so verankert sind, die Würde des Menschen ist unantastbar. Umso mehr war ich geschockt, wie ab Mitte 2021 ein gewisser Populismus immer weiter aufkam. Populismus, meiner Ansicht nach, bedeutet, man präsentiert ein Problem und man präsentiert auch gleich eine einzige mögliche Lösung. Und diese Lösung beinhaltet es, dass man bestimmte Bürger schlechter behandelt. Das ist ganz oft in der Geschichte so. Habt ihr das auch alle so erlebt, dass es plötzlich hieß, wenn man nur eine Bevölkerungsgruppe aus guten Gründen schlechter behandelt, dann werden die Probleme gelöst. Habt ihr auch so gemerkt? Ja. So war's. Genau. Und ich weiß noch, wie ich merkte in meinem Umfeld, und da spreche ich wirklich nicht nur für mich, ich glaube, ich spreche für alle hier, Leute, die ich seit Jahren und auch Jahrzehnten kannte, sahen mich plötzlich nicht mehr als ihren alten Freund, sondern plötzlich war ich der Ungeimpfte, wenn ich mich geoutet habe, wenn ich mich getraut habe zu outen. Im Oktober oder November 2021 war ich ganz verzweifelt und schrieb in mein Tagebuch, ich bin doch kein Ungeimpfter, ich bin einfach ein Mensch. Ich bin kein Ungeimpfter, ich bin ein Mensch. Und ich finde, das muss man sich immer klar machen. Alle sind Menschen. Wenn man versucht, Menschen in Gruppen zu unterteilen, fügt das immer Schäden zu. Wobei ich sagen muss, die Zeit hatte etwas sehr Lehrreiches. Sie hat mir gezeigt, was es eigentlich bedeutet, diskriminiert zu werden. Die echte Diskriminierung in der Geschichte seit Jahrhunderten, Jahrtausenden fühlt sich in dem Moment für die große Mehrheit immer richtig an, in Anführungszeichen, und immer gut begründet. Und da müsste man als Gesellschaft daraus lernen, es gibt niemals einen guten Grund für Diskriminierung. Ja. Und immer wenn jemand einem ein Problem präsentiert und sagt, es gibt eine einzige Lösung dafür und diese Lösung beinhaltet, dass wir bestimmte Menschen schlechter behandeln, aber die haben es ja irgendwie verdient, muss man wissen, das ist keine Lösung, diese Person ist polemisch, das kann man nicht machen. Die Würde des Menschen ist unantastbar und die Grundrechte sind dafür da, dass sie im Krisenfall nicht angetastet werden. Ich bin überzeugt, dass das, was geschehen ist, bei allen, bei wirklich allen, tiefe Spuren hinterlassen hat. Ich kann euch sagen, bei mir ist ein gewisses Vertrauen weg in die Gesellschaft, sobald ein Teil der Gesellschaft ausgeschlossen wird, dass der Rest aufsteht und dagegen ist. Im Rahmen des Grundgesetzes, das sehr, sehr gut ist, sein Recht auf freie Meinungsäußerung nutzt und sich dagegen äußert. Ich war inspiriert, als es im Dezember 2021 losging und die Spaziergänge losgingen und immer mehr Bürger auf die Straße gingen. Nun finde ich es wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, wenn man merkt, dass in einer Gesellschaft eine Gruppe Menschen diskriminiert wird, selbst wenn man nicht dazugehört, muss man rausgehen und für diese Gruppe sprechen, weil als nächstes kann er seinen selbst erwischen auch. Ich war jetzt in den letzten Monaten auf sehr, sehr vielen Demos, habe viele Gespräche geführt und unglaublich herzzerreißende Schicksale gehört.
Und ich muss sagen, ich habe das Gefühl, diejenigen von uns, die so wie ich keine von diesen Spritzenintus haben, die sogenannten Ungeimpften, haben es, glaube ich, noch mit am besten überstanden. Lass es mich ausführen. Ja. Weil wir waren gezwungen, uns damit auseinanderzusetzen, uns Gleichgesinnte zu suchen, es immer wieder und wieder durchzusprechen. Ich denke, es ist eine traumatisierende Erfahrung, plötzlich ausgeschlossen zu werden aus der Gesellschaft. Und wir haben das Beste daraus gemacht und es thematisiert. Die Gruppe, mit der ich am meisten Mitgefühl habe, und ich habe die schlimmsten Schicksale gehört, sind Menschen, die sich nicht die Spritzen holen wollten, aber dann durch den Druck irgendwann eingeknickt sind. Ich habe was gehört von einer jungen Frau auf einer Demo, die meinte, ihre Familie habe sie dazu gedrängt, wirklich gemobbt. Sie hat sich die Spritze geben lassen und seitdem erzählt ihr Vater manchmal der Familie, wie er diese widerspenstige Tochter da gemaßregelt hat, bis sie sich dann hat impfen lassen. Und es ist vollkommen irrelevant, wie gefährlich oder ungefährlich die Spritzen sind. So etwas darf nicht passieren. Man darf einen Menschen nicht gegen seinen Willen zu einer medizinischen Behandlung drängen. Ich habe letztes Jahr in mein Tagebuch geschrieben, im Dezember, irgendwie ist der Druck inzwischen so groß, selbst wenn es darum ginge, dass man mich zwingen möchte, ein Glas Wasser zu trinken, wäre es unmoralisch, das jetzt zu tun, nach so einem Druck. Und gerade die Menschen, die sich diese Spritzen geholt haben, gegen ihren Willen, tragen, denke ich, sehr, sehr oft ein Trauma in sich und haben niemanden, mit dem sie das besprechen können. Das Umfeld, das sie gemobbt hat, ja, das sagt ja, das ist gut, jetzt hast du das Intus. Und ich glaube, in den kommenden Monaten und Jahren wird ein unglaublicher Redebedarf bestehen in der Gesellschaft. Und diejenigen von uns, die nicht sozusagen geimpft sind, haben es am leichtesten, denke ich, weil wir haben es für uns schon intensiv verarbeitet. Irgendwann werden wir vorausschauen, während viele Menschen sich damit beschäftigen, was da mit ihrem Körper geschah. Und dem gehört mein allergrößtes Mitgefühl. Und wir müssen auch alle zu unseren Demos einladen, egal ob sie geimpft sind oder nicht, ob sie daran geglaubt haben, ob sie dazu gedrängt wurden oder nicht. Wir müssen diese Situation aufarbeiten. Und warum gehe ich immer noch wegen diesem Thema auf eine Demo? Wenn Politiker alles zurücknehmen, ist es doch egal, oder? Genau, weil es hatte mich schockiert, dass es möglich ist, wegen einer Krise, was auch immer man von ihr hält, wie auch immer man sie einschätzt, ganz polemisch die Lösungsmöglichkeit in Diskriminierung zu suchen. Und wenn das Personal jetzt da zurückfährt, sind es immer noch die Menschen, die bereitwillig diskriminiert haben. Und hier muss ich wieder ganz deutlich betonen, wir haben in der Bundesrepublik Deutschland ein wahnsinnig gutes Grundgesetz. Ich habe Geschichte studiert und das Grundgesetz gibt uns eine Freiheit, auf die wir wirklich stolz sein können und die wir auch nicht einfach wegwerfen können. Im Februar war ich in Dresden auf einer Demo, das war noch in der 2G-Zeit. Es war sehr schwierig, eine Unterkunft zu finden für mich, wo ich dann übernachten durfte, als nicht 2G-Mensch. Und ich weiß, ich ging dann durch die Straße und ich hatte Lust auf ein bisschen Junkfood, wie man sagt, und bin in McDonald's gegangen. Und da sah ich, wie Leute den QR-Code einscannten, um drinnen sitzen zu dürfen. Ich durfte das Essen nur mitnehmen. Und da hatte ich so einen Gedanken, wie traurig ist es eigentlich? Man hat dieses unglaublich gute Grundgesetz, das auf Jahrhunderten von Entwicklungen steht. Und man gibt diese Freiheiten dann bereitwillig auf, um einen QR-Code zu scannen und bei McDonald's zu essen. Das fand ich sehr bemerkenswert, würde ich mal so sagen. Und ich glaube, aus dieser Zeit kommt etwas sehr, sehr Gutes heraus, dass viele Menschen sich bewusst sind, wie wichtig Freiheit ist. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, dass diese Zeit, diese Corona-Zeit, im Rahmen des Rechtsstaates, im Rahmen des Grundgesetzes ganz korrekt juristisch aufgearbeitet wird, damit so etwas nicht mehr geschehen kann. Wir alle sind friedlich, wir alle mögen das Grundgesetz, wir wollen, dass das Grundgesetz genauso gilt, wie es geschrieben ist, und wir wollen vorausschauen. Und dazu gehört auch, alles aufzuarbeiten, was schiefgelaufen ist. Und darum gehen wir jede Woche auf die Straße.
Und ein wahnsinnig positives Ding hatte diese Zeit, und damit möchte ich auch jetzt zum Schluss kommen für heute. Ich glaube, seit den 60ern, ich habe die 60er nicht erlebt, ich bin dafür zu jung, aber ich habe viel darüber gelesen. Ich glaube, seit den 60ern gab es keine Zeit mehr, in der Menschen, also in Westdeutschland, keine Zeit mehr, in der Menschen einfach so zusammenkamen, sich tiefgründig über Politik, über Grundrechte, über alles Mögliche ausgetauscht haben, neue Freunde gefunden haben, neue Kontakte gefunden haben. Ich habe das Gefühl, in allem Furchtbaren, was diese Zeit gebracht hat, ist zugleich eine sehr politische Zeit, die ein sehr, sehr gutes politisches Bewusstsein in den Menschen erweckt. Und ich habe noch, mich hat einer mal gefragt, schaust du dir denn an, mit wem du da auf den Demos gehst? Ist da vielleicht jemand, der irgendwie eine Meinung hat, die ein bisschen fragwürdig ist oder sonst was? Das war ja im Dezember 21 auch eine große Masche, damit man die Leute von den Demos wegbrachte. Und ich habe da den Gedanken, ich gehe auf diese Demo, um für, denke ich, den kleinsten gemeinsamen Nenner von uns allen zu demonstrieren, nämlich Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung. Und wer auf die Straße geht und für Selbstbestimmung demonstriert, mit dem demonstriere ich mit. Alle anderen Themen, andere Themen, was dann. Genau. Und es freut mich, so viele tolle Leute hier kennengelernt zu haben, und ich freue mich, auch noch viele weitere Wochen hier mitzulaufen, auch wenn es nicht so erfreulich ist, wenn wir noch Wochen laufen müssen. Aber ja, sagen wir, man macht das Beste aus einer schlechten Zeit. Es wäre, ich sage immer, es wäre am schönsten, wenn es diese Zeit nicht so gegeben hätte. Das ist klar. Aber jetzt, wo die Zeit so ist, machen wir das Beste für uns daraus. Wir sind friedlich, wir sind für Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung, auch in den Themen, die jetzt kommen, die Energiekrise, die Inflation. Wir sind für das Grundgesetz, wir sind für Demokratie. Und so, denke ich, geben wir auch vielen Menschen Hoffnung, und unsere wöchentlichen Demos geben vielen, vielen Leuten ein sehr positives Zeichen. Dankeschön.